Weggefährten aus ganz Österreich, wenn ich das heute sagen darf, ich komme später noch dazu, ein herzliches Willkommen, ein Servus hier in der Seifenfabrik. Schön, dass ihr heute hierher gekommen seid. Schön, dass wir gemeinsam das Wahlfinale für eine historische Landtagswahl heute hier gemeinsam feiern können. Ein steirisches Glück auf und danke, dass ihr da seid. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte natürlich das eine oder andere heute auch noch Politisches sagen, aber ich glaube, ein Tag wie dieser, eine Feierlichkeit wie diese, weil in Wahrheit ist es eine freiheitliche Familienfeier, die wir heute hier begehen. Der Herbert hat gesagt, der Papa ist da. Der Papa ist da, also werden wir entsprechend feiern. Übrigens, mein Spitznamen in weiten Teilen der Partei ist der Vati. Ja, also der Vati ist auch da. Also von dem her gesehen müssen wir heute auch eine kleine Familienfeier machen. Und wenn wir schon zusammenkommen, möchte ich aber eines auch tun, mich bei euch zu bedanken. Und am liebsten würde ich mich bei jedem Einzelnen bedanken, der heute hier ist, für die lange Zeit der Unterstützung. Durch alle Höhen und Tiefen sind wir gegangen. Die Freiheitliche Partei in der Steiermark ganz besonders. Es sind heute viele, auch ältere Weggefährten mit dabei. Vor rund 20 Jahren hat unsere freiheitliche Reise neu begonnen. Wir sind damals bei 4% gestanden bei der Landtagswahl 2005. Haben den Einzug verpasst in den Landtag, haben uns langsam Schritt für Schritt auch wieder zurückgekämpft und sind heute hier 3 Tage vor einer historischen Landtagswahl, wo wir um den ersten Platz mitrittern. Und da habe ich so viele Menschen kennengelernt in unserer Partei, liebe Freunde. Da habe ich so viele Menschen kennengelernt in unserer Partei, in unserer freiheitlichen Familie. Und auch in Familien wird ab und zu einmal ein bisschen gestritten, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, bei denen ich mich heute nicht allen Einzelnen oder persönlich bedanken kann. Aber in den letzten Wochen und Monaten hat es doch Leute gegeben, liebe Freunde, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, die immer für mich da waren, eigentlich 24 Stunden. Und die vor allen Dingen auch immer für uns als Freiheitliche da war. Und ich darf deshalb diese heutige Möglichkeit auch nutzen, mich bei ein paar dieser Persönlichkeiten zu bedanken. Und es werden diesmal nicht jene sein, bei denen man sich eigentlich immer wieder bedankt und die auch die Bühne haben, ja, die oft in der ersten, zweiten Reihe stehen, die Möglichkeit haben, auch sichtbar zu sein, sondern es werden die sein, die man nicht so oft auf Bühnen sieht, die einfach da sind, die ihren Job machen, die aber ohne, aber wo man sagen kann, ohne diese Menschen würde das ganze Werkel, dieses Uhrwerk schlichtweg nicht funktionieren. Und ich habe jetzt schnell, da müssen entscheiden natürlich auch, weil es muss ja jemand sein, der da ist, es muss, aber bei denen ist klar, dass da sind, ich sage ja, der greifbar ist. Und ich darf jetzt bitte ein paar Persönlichkeiten zu mir auf die Bühne bitten und ich bitte euch dann wirklich, wenn ich sie kurz vorgestellt habe, einen kräftigen Applaus zu geben, weil die sind auch die gewesen, die für mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten da gewesen sind. Es ist einmal die Viktoria Wagner aus meinem Büro. Es ist die Joyce Schauschitz aus meinem Büro. Es ist mein Fahrer, der Markus Konrad. Es ist der Clemens Wiesenhofer. Und es ist die Peter Mitterrecker. Wisst ihr, jetzt stehen sie da. Das habt ihr nicht gewusst, gell? Ja, das habt ihr nicht gewusst. Manchmal ist der Vati auch für Überraschungen gut noch immer, gell? Aber wir uns schon gut kennen. Aber schaut, die, was heute hier stehen, sind diejenigen, die wirklich wie immer für mich da gewesen sind, die, wenn es 40, 50, 60, 70 Stunden, 80 Stunden in der Woche sind und die wenige Freizeit dann vielleicht auch noch haben, auch noch für die Freiheitliche Partei
in ihren Ortsgruppenrennen, für die Frauenrennen, die einfach immer 24 Stunden für die freiheitliche Familie kämpfen. Der Markus als Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde in Fraselsberg, die Peter Mitterecker, mein Schatten. Ja, ohne den hätte ich, lieber Herbert, auch meine Winzen immer wieder vergessen, gell? Weil da sage ich immer, Petra, was haben meine Zigaretten? Aber nicht nur das, sie macht einen großartigen Job, sie ist ein junger Mensch und ist in Frau Leiten ehrenamtlich engagiert. Die Joyce, die ich schon als Minister mitgehabt habe in Wien, die das Büro, die Termine für mich macht, und die Viktoria Wagner, die gute Seele, darf ich das so sagen, im Landhaus. Ihr habt sich einen riesengroßen Applaus verdient. Ich habe leider kein Geschenk mit, aber das werden wir nachholen. Und der Clemens Wiesenhofer, den brauche ich euch nicht vorzustellen. Also, ich weiß nicht, was der alles einnimmt und was der alles tun muss, ja. Aber er steht noch immer da, er haltet viel aus, ihm wird viel auch aufgebürdet, und lieber Clemens, du bist ein ganz großartiger Mensch. Ich bin stolz auf dich. Ja, das war mir wichtig und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Großer Applaus, das ist das Rückgrat auch des Mario Konacek. Liebe Freunde, ja, der Herbert hat schon angesprochen, ich glaube, es war ein bis jetzt fehlerloser Wahlkampf, so kann man das durchaus bezeichnen. Und es war ein Wahlkampf, der viele Väter hat, der natürlich auch auf allen Ebenen geführt wird. Ich möchte mich noch bei einer Gruppe bedanken, die heute hier ist. Viele wissen es vielleicht ja gar nicht, wir haben heute in Graz noch einen Großkampftag gehabt, ja, nämlich eine groß angelegte Verteilaktion. Wir haben, glaube ich, geben Sie mir es korrigieren, 11.000 Flyer und 3.500 Sackel noch verteilt, bei den Parkplätzen, bei den Postkasten reingekommen, mit den Leuten gesprochen. Aus Burgenland, aus Kärnten, aus Niederösterreich waren Sie da. Ihr seid ein Teil der freiheitlichen Familie. Ich danke euch wirklich für eure großartige Unterstützung heute. Da wird es geschaut haben in Graz. Da wird es geschaut haben, die lieben Freunde von Rot, Schwarz, Grün und KPÖ, was die freiheitliche Familie ausmacht. Und ich kann euch versprechen von dieser Stelle aus, wenn ihr eure Wahlkämpfe habt in euren Bundesländern, die Steiermark ist auch für euch da. Danke noch einmal, dass ihr heute die weite Reise auf euch genommen habt. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wahlfinale. Es sind noch ein paar Tage, ein paar Stunden in Wahrheit nur. Und der Herbert hat gesagt, er ist ja auch ein passionierter Ausdauersportler, Triathlet und Marathonläufer. Das bin ich alles nicht. Mit meiner, wie der Herbert meint, geteerten Lunge. Mit meiner geteerten Lunge. Aber ich bin auch einer, der einiges aushält. Und mir ist dazu eine Geschichte eingefallen, die irgendwie auch passend ist am heutigen Tag, so kurz vor dieser historischen Landtagswahl. Viele von euch werden wissen, ich bin ja Soldat und als Soldat muss man marschieren. Und einer dieser Märsche, der Markus nickt schon, auch ein Unteroffizier, Gernot Wagner, auch da vorne in der ersten Reihe Unteroffizier, einer dieser Märsche ist eine Durchhalteübung sozusagen, die geht von Allensteig in Niederösterreich bis oben nach Enns in Oberösterreich. Das sind, wenn man sie nicht vergeht, um die 100, 120, 130 Kilometer. Und da nimmt man dann am Montag in der Früh das Backel auf. Das war das Jahr 2005. Dann nimmst du das Backel auf und denkst dir, um Gottes Willen, ich schaff's nicht einmal über die Stirn runter mit dem Dreierbackel, wie es beim Bundesheer heißt. Dann gehst du über die Stirn runter und dann beginnt diese Übung und du gehst und marschierst und du gehst und marschierst, ein paar brechen weg, man greift zusammen, unterstützt sich gegenseitig und macht eines sicherlich nicht, liebe Freunde, man gibt dann nicht mehr auf. Und man kommt dann am Freitag mehr oder weniger fit, in meinem Fall war es weniger fit, im Ziel an, man ist stolz und man erlebt am eigenen Leibe, was möglich ist, wenn man an eine Sache glaubt, wenn man kämpft und wenn man seinen Mann oder seine Frau steht. Das, liebe Freunde, hat mich heute erinnert, auch an die Geschichte der Freiheitlichen Partei. Und jetzt sind wir kurz vor diesem Ziel. Jetzt sind wir kurz vor diesem Ziel und da geht mir und da geht euch, liebe Freunde, sicherlich nicht die Luft aus, ganz im Gegenteil. Da werden wir nochmal einbeißen und da werden wir alles geben, um am Sonntag auch in das Ziel zu kommen. Weil es geht um sehr viel. Wir haben, und ich habe schon gesagt, und der Herbert hat es angesprochen,
zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, stimmenstärkste Partei zu werden. Stimmenstärkste Partei zu werden, ja, vielleicht sogar einen Landeshauptmann zu stellen. Und das, liebe Freunde, muss uns auch Antrieb sein. Nämlich am Sonntag das Ziel erreichen und dann auch sofort mit der Arbeit zu beginnen. Weil es gibt, und das wisst ihr, sehr, sehr viel zu tun. Und ja, und da gebe ich dem Herbert recht, ein bisschen tun wir Steirer auch mit, wenn es darum geht, was sich in Wien abspielt in den nächsten Tagen und Wochen. Ja? Und eines muss schon unser Ziel auch sein, bei aller ja, Steiermark-Sicht auf die Dinge. Das muss ein Wohlergebnis werden am Sonntag, wo da draußen in Bader Ebstein, glaube ich, sitzen da und verhandeln irgendwas aus, in Bader Ebstein die Wände wackeln und in der Hofburg beim Herrn Bundespräsidenten die Glaslustra zum Wackeln anfangen und zum Zittern. So wird das Ergebnis sein. Und dann schauen wir, lieber Herbert, und dann schauen wir mal, was dann noch alles passieren wird und was dann noch alles möglich ist, weil wir und ich, die Steiermark weiß, wir brauchen dich als Volkskanzler, wir brauchen die Freiheitliche Partei, nur wir sind Stabilität, nur wir sind Sicherheit und nur wir sind Patrioten, die für unsere Heimat einstehen. Lieber Herbert, wir werden alles tun, um auch dieses Ziel noch gemeinsam zu erreichen. Ja, und dann, am Sonntag, werden wir ja sehen, wie sich die Balken dann auf der einen Seite durchbirgen werden, ne? Und auf der anderen Seite natürlich auch nach oben wachsen. Dann beginnt, liebe Freunde, die Mission Aufarbeiten der Baustelle, die uns die Roten und die Schwarzen in diesem Lande, in der Steiermark, angerichtet haben. Und da weiß ich schon noch eines, das wird ein hartes Stück Arbeit werden. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden. Das wird nichts sein, was man von heute auf morgen alles reparieren kann. Es wird aber so sein, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, meine Mitarbeiter, jetzt bin ich nicht bei der Kasse Chef und fertig, gell? Am Montag gibt es keinen blauen Montag. Wir machen am Montag so weiter, wie wir am Sonntag aufgehört haben, nämlich mit voller Kraft für unsere Heimat. Wir beginnen am Montag mit dem Arbeiten und dann hole ich mir, so hoffe ich, die anderen Parteichefs zu mir ins Büro. Und am Ende der nächsten Woche, wenn wir wissen, wer mit uns gemeinsam den Weg geht, wer die Aufräumarbeiten mit uns gestaltet. Und ich wäre froh, wenn einer dabei ist von denen, weil die haben es uns ja einbracht da. Die werden schon wissen, was da noch alles irgendwo an politischer Leiche schlummert. Die werden wir also schon auch brauchen, um diese Aufräumarbeiten entsprechend sicherzustellen. Ich habe schon mal gesagt, der Sonntag wird spannend. Noch viel spannender für mich ist aber der Dienstag, weil am Dienstag lade ich ein. Wenn ich Erster werde, vorausgesetzt, bin dann gespannt, wer dann vor meiner Türe steht. Ja? Das ist die große Frage, das wissen wir heute nicht. Am Sonntag wissen wir, da gibt es ein Wahlergebnis. Was wir nicht wissen ist, wer sind unsere Ansprechpartner, wer steht dann am Dienstag da. Ich gehe davon aus, wir werden kommen, irgendeiner wird schon da sein. Ob das noch der Herr Drechsler und der Herr Lang, Langweiler finde ich großartig übrigens, Herbert, ob das die beiden sind, weiß ich nicht, aber einer wird sich finden, der mit uns auch dann diese Gespräche führt. Weil es gibt, wie gesagt, viel zu tun. Und ich möchte jetzt nicht alles noch einmal wiederholen, was wir in vielen, vielen Veranstaltungen bei den Dauer-Elefantenrunden, wie die heißen, ich habe sie ja sicherlich auch einige gesehen, schon 100-mal durchgekaut haben, aber 2, 3, 4 freiheitliche Kernbereiche möchte ich schon noch ansprechen, bevor wir dann auch gemeinsam diesen heutigen Abend mit einem, glaube ich, ganz tollen Fest auch beschließen können. Wir wollen als Freiheitliche in der Steiermark die bestmögliche Gesundheitsversorgung haben. Und warum spreche ich das an? Und warum spreche ich das an, liebe Freunde? Weil wir das alles kennen. Wenn du heute einen Arzttermin brauchst, wenn du heute einen Facharzt brauchst, wenn du heute eine dringende Behandlung, eine Untersuchung benötigst und wenn du nicht das Glück hast, entweder über eine dicke Geldbörse zu verfügen, einen Wahlarzt zu konsultieren, oder eine Zusatzversicherung hast, dann wartest du auf diese Termine ewig. Dann wartest du auf Operationen, ich habe jetzt gelesen, grauer Star bis zu 2 Jahre, dann wartest du auf diese Operationen ewig. Das heißt, wir müssen hier endlich etwas tun, weil ja, diese vermeintlichen Reformen auf Bundesebene von diesen Pfuschern und auf Landesebene dazu geführt haben, dass wir die Gesundheitsversorgung vor allem auch in den ländlichen Bereichen völlig ausgedünnt haben. Wir haben dort keine Ärzte mehr.
Die Kassenstellung bleibt unbesetzt. Da braucht es endlich einmal auch einen Gesundheitsminister, der gemeinsam mit der ÖGK, der gemeinsam mit der Ärztekammer auch das möglich macht, gute Tarife sicherstellt, damit die Ärzte auch bei uns bleiben, sich in den Regionen auch niederlassen. Und da braucht es auch das Land Steiermark dazu, gemeinsam mit den Gemeinden, dass wir hier auch diese große Aufgabe auch gemeinsam erledigen. Ich sage euch ganz ehrlich, es muss egal sein, wo du wohnst. Ob du das Glück hast, im Gesundheitsbereich in Graz da daheim zu sein, wo es vielleicht noch ein bisschen besser ist, oder ob du in Murau, in Volzberg, ob du in Radgersburg daheim bist oder irgendwo in der Oststeiermark oder im berühmten, eh schon österreichischen bekannten Bezirk, nicht nur wegen der Ski-WM und wegen dem Night Race, liebe Eva Schladming, im Bezirk Litzen daheim bist, das ja sinnbildlich ist für den Wahnsinn im Gesundheitsbereich, wo man vorhat, 3 Krankenhäuser zu schließen, um ein neues zu errichten und damit in Wahrheit das Problem nur noch verschärft in einem Bezirk, der so groß ist wie Vorarlberg in der Fläche. Liebe Freunde, wir stehen für eine flächendeckende Versorgung. Es muss egal sein, ob du eine Zusatzversicherung hast oder nicht. Wir sind da auch angetreten, um ganz klar Kante zu zeigen, wir wollen die beste Gesundheitsversorgung in der Steiermark mit euch gemeinsam sicherstellen. Und das wird ein hartes Stück Arbeit, das weiß ich, ist aber auch zu schaffen. Und deshalb habe ich auch gesagt, und das hört der Herr Drechsler überhaupt nicht gern, weil das ist ja er ist ja Vater des Projekts da oben in Litzen, dieser Zusperrwahnsinnigkeit, wo man die 3 Krankenhäuser aus See, Rotmann und Schladming zusperren möchte und ein neues aufsperren will. Darum habe ich auch gesagt, das erste oder eines der ersten Maßnahmen muss sein, da mal die Stopptaste zu drücken mit dem Projekt, dass da kein weiterer Euro mehr reingeht. Wir reden davon 400, 500 Millionen Euro, was das Haus dort kosten soll, sondern mal die Stopptaste drücken und einmal schauen, welche Alternativen gibt es. Und ich glaube, meine und unsere Alternative kann und wird nur sein, Rottenmann auszubauen und Bad Aussee und Schlapping zu erhalten als vollwertige Krankenhäuser. Damit eine flächendeckende Akutversorgung auch zu haben und auch im wichtigen touristischen Bereich in Schladming nicht noch weiter in dem Bereich auch auszudünnen. Und liebe Freunde, ja, nicht nur die Gesundheit ist ein großes Thema, sondern ihr alle wisst auch, das Thema der Wirtschaft, der Industrie und der Arbeitsplätze ist ein riesengroßes Thema. Und das weiß ich schon, ich bin ja kein Illusionist, die Steiermark wird nicht alle Probleme der Welt lösen können im Bereich der Unternehmer. Wir sind da nur ein kleiner Spieler, aber ein wichtiger Spieler. Weil die großen Problemstellungen, gerade auch in der Steiermark, im Bereich der Industrie, der Autozulieferer, des Automobilclusters, ihr kennt es, zigtausende Beschäftigte dort, das große Problem war die Europäische Union mit dem Green Deal. Mit dieser Irrsinnigkeit, die sich dort abspielt, wo der Verbrennermotor vor dem aussteht, wo in Deutschland die Autoindustrie massiv auch unter Druck kommt, Stichwort Volkswagen, und dann natürlich auch in der Steiermark die Autozulieferer vor riesengroßen Problemen stehen und damit auch der Wohlstand gefährdet wird. Und da finde ich es einfach nicht korrekt, um nicht zu sagen, verlogen, wenn man sich dann als Volkspartei hinstellt und sagt, nein, wir sind für den Verbrennermotor. Der Herr Landeshauptmann ist ja der gleiche Auto, nur wie ich in Wahrheit. Der hat nämlich auch 2 alte Amerikaner, weiß nicht, aus den 80er Jahren. Es wird auch kein Elektromotor sein, der da drinnen brummt. Ja. Eher 6-Zylinder, 8 oder 12-Zylinder. Aber die stellen sich hin und sagen, nein, wir wollen ja auch den Verbrennermotor erhalten. Aber genau die gleiche Volkspartei hat ja in der Europäischen Union, in Brüssel, lieber Georg Mayer, wir haben das gemeinsam immer wieder aufgezeigt, in Brüssel diesen Green Deal und diesen Wahnsinn mitbeschlossen, den wir heute hier in der Steiermark auch ausbaden müssen. Liebe Freunde, das ist nicht korrekt, das ist verlogen, das gehört einmal gesagt. Die Volkspartei hat in Wahrheit die Automobilbranche am Gewissen und damit auch den Automobilcluster in der Steiermark. Und deshalb müssen wir zurückkommen zu einem, nehmen wir es einmal, unternehmerfreundlichen Klima in diesem Lande. Wo, wenn heute einer Unternehmer wird, sich drüber traut, ist eh schon mutig genug in der heutigen Zeit, sich drüber traut und sagt, jawohl, ich möchte Unternehmer werden, ich sperre mein Geschäft auf, in welcher Branche auch immer, dann soll sich Leistung lohnen. Dann muss es möglich sein,
auch Geld zu verdienen. Weil dann wird es möglich sein, auch Arbeitsplätze zu schaffen und damit auch, liebe Freunde, Wohlstand zu generieren. Und da sage ich schon, da braucht man nicht die SPÖ dazu und den Herrn Babler mit seinen, nehmen wir es einmal, wirren, bisschen kruden Fantasien, wie Wirtschaftspolitik bei denen ausschaut. Ja, ich weiß nicht, wo er das nachgelesen hat. Das war die ultrarote Mottenkiste aus den 60er Jahren, ja, im besten Fall, wo der da herumgekramt hat und seine Konzepte entworfen hat. Liebe Freunde, da braucht es ein Miteinander, Unternehmer und Arbeitnehmer. Da braucht es ein Miteinander, der Chef mit den Hackern, mit den Angestellten, einen gemeinsamen Geist. Dann kann man unternehmerisch auch erfolgreich sein und eine Politik, die sich nicht anmaßt, sozusagen irgendwas überzuregulieren und vorzugeben, sondern einfach Rahmenbedingungen schafft, wo sich Unternehmen wohlfühlen, wo die Bürokratie endlich abgebaut wird. Das sagt uns übrigens jeder, wurscht ob Industrieunternehmen oder EPU oder KMU, der Bürokratie-Irrsinn in Österreich ist ein Wahnsinn. In der Steiermark müssen wir das einmal angehen, alle Gesetze durchforsten, alle Verordnungen einmal durchschauen und radikal kurz zu machen, damit wir da auch wieder zu raschen Verfahren kommen und dass wir da auch wieder ja, die Unternehmer in ihrer Tätigkeit unterstützen. Das wird auch eine harte Aufgabe werden, das ist mir schon klar. Aber das müssen wir angehen, weil sonst wird früher oder später der Wohlstand, den uns unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben, schlichtweg nicht mehr existieren, liebe Freunde. Und es sei mir erlaubt, nachdem wir heute hier in Graz sind, nur noch ein paar Sätze zu verlieren, weil es gibt nicht nur die Automobilindustrie, es gibt nicht nur die großen Betriebe in der Obersteiermark, es gibt nicht nur, ich sage jetzt einmal, die großen Unternehmen, es gibt auch viele, die hier in Graz in der Innenstadt ihre Geschäfte haben, die Innenstadtwirtschaft, die viel zitierte. Und da sage ich euch eines, da können wir auch nur vom Land aus an den Rädchen drehen, das werde ich aber tun. Wenn das umgesetzt wird, was sich hier die kommunistisch-grüne und rote Stadtregierung wünscht, nämlich in Wahrheit eine radikale Autovertreibung, und viele fahren ja nach Graz einmal einer, ne, in der Früh und am Abend, den Baustellen-Irrsinn, den habt ihr alle jeden Tag live am eigenen Körper erfahren. Wenn das, was ich da in der Hand halte, komme, diese, wie heißt der, Mobilitätsplan Graz 2040, dann sage ich euch eines, dann ist es der Todesstoß für die Innenstadtwirtschaft, der Todesstoß für viele Betriebe, die sich in Graz über lange Jahrzehnte angesiedelt haben und vor allen Dingen ein unglaublicher Wahnsinn, der da auf unsere Pendler zukommen wird. Da werden wir alles daran setzen, dieses grüne ideologische Papier spätestens nach ein paar Wochen bei der Landtagswahl, dann kenne ich das Papier noch mal richtig, zu schreddern und zu sagen, so geht Verkehrspolitik und Wirtschaftspolitik nicht, liebe Freunde der Grünen, mit ihrer Verblendung in diesen Bereich. Und wisst ihr, da muss man schon mal eins auch sagen, das ist ein grünes Papier, ja. Und das könnte ich ja sagen, aus grüner Sicht, ja, eh gut, ne? Das ist sozusagen das Manifest des Klimawahnsinns, ja. Aber ich frage mich, wo ist die Frau Bürgermeister eigentlich bei diesen ganzen Dingen? Das interessiert die überhaupt gar nicht. Das ist nicht ihr Klientel. Das ist einfach nicht ihr Ding. Mein Gott, die Unternehmer, ja, die können ja nicht woanders auch hingehen. Mein Gott, die Pendler, die sind ja nicht in Graz daheim, die können wir eigentlich auch hinten runterrutschen, können wir wurscht sein. Liebe Frau Bürgermeister LKK von der Kommunistischen Partei, Politik ist mehr als nur Almosen verteilen. Da braucht es eine Gesamtverantwortung auch für die Landeshauptstadt. Für die Landeshauptstadt, die wir dann auch, wenn wir Verantwortung übernehmen, von Ihnen einfordern werden. Sehr geehrte Frau Bürgermeister LKK. Und ja, liebe Freunde, ist warm schon ein bisschen, oder ist noch mir so warm? Aber ein Thema möchte ich schon ansprechen, weil es mir wichtig ist. Und weil es, glaube ich, das Thema ist, was nicht nur wahlentscheidend sein wird, sondern weil es das Thema ist, wo es am meisten Problemstellungen gibt in Österreich und auch in der Steiermark, das fast alle Lebensbereiche irgendwo auch betrifft und hineinspült. Das ist das Thema der unglaublichen Massenzuwanderung aus allen möglichen Teilen dieser Welt Richtung Österreich, Richtung Europa, aber natürlich auch ganz besonders hier Richtung Steiermark. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erinnern uns an die Frau Merkel 2015, an die berühmten Worte,
an die berühmten Worte, ich kann es ja gar nicht mehr hören, aber noch einmal in Erinnerung rufend, wir schaffen das, hat sie gesagt, wir schaffen das und hat damit eine unglaubliche Einladung ausgesprochen, ja, eine bedingungslose Einladung ausgesprochen, eben an Menschen aus allen Herren Ländern, vor allen Dingen waren es junge Burschen aus dem islamischen Bereich, die sich dann auf den Weg gemacht haben Richtung Europa. Und die meisten sind dann in Österreich, in Deutschland und in einigen skandinavischen Ländern hängen geblieben. Warum sind sie dort hängen geblieben, liebe Freunde? Die Antwort ist ganz einfach, weil es dort einfach das beste Sozialsystem auch gibt. Man kann auch sagen, die bequemste soziale Hängematte wurde dort vorgefunden. Und während die anderen, die Skandinavier, schon draufgekommen sind, in Schweden, in Dänemark und in anderen Ländern, da müssen wir was tun, eine strengere Migrationspolitik geben, die Familienzusammenführung fast auf Null gebracht haben, hat es in Deutschland natürlich diese Chaostruppe, diese gescheitert, nicht geschafft. Und auch Österreich hat es bis heute nicht kapiert, dass wir hier akuten und dringenden Handlungsbedarf haben. Und eines können Sie euch sicher sein, liebe Freunde. Und das verspreche ich euch. Ich weiß schon, der Landeshauptmann der Steiermark, der wird keinen Abschiebeflieger irgendwo bestellen können am Dollarhof hin. Ja? Der wird auch die Grenzen nicht sichern können. Für das sind andere zuständig. Ich werde eine laute Stimme aber sein, das genau bei der nächsten Bundesregierung einzufordern, im Sinne der Steiermark, im Sinne der Steirerinnen und Steirer. Das Boot ist voll, liebe Freunde, das Boot ist voll. Keine weitere Zuwanderung mehr aus diesen islamischen Ländern. Wir haben genug davon in den letzten Jahren in unsere Systeme bekommen. Ins Bildungssystem in Graz, Bezirk Lent, Bezirk Gries. Über 90% der Schüler dort in den Volksschulen haben nicht Deutsch als Muttersprache. Ja, da sind wir ja schon bei Wiener Verhältnissen. Weiß ich, was heißt, na, Gott sei Dank sind wir nicht in Wien. Naja, also in Lent und in Gries, da sind wir schon in Wien. Da sind wir genau in diesen Bereichen. Wir haben über 50% der Insassen in den Gefängnissen, die keine Österreicher sind. Brauche ich auch nicht sagen, woher die Masse kommt. Das heißt, wir müssen hier endlich einmal auch zur Kenntnis nehmen, dass wir weitere Zuwanderung schlichtweg nicht brauchen. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren der Medien, wird ja immer wieder auch angesprochen, sehr gerne auch mit einer Festung Österreich und mit einer Festung Steiermark. Jawohl, das ist die einzige Variante, um diesen Wahnsinn auch zu stoppen. Weil eine Festung ist was Gutes. Eine Festung ist was Gutes, wenn ich drinnen bin. Dann kann ich mich nämlich sicher fühlen, dann kann ich jene reinlassen, die ich reinlassen möchte und jene draußen lassen, die ich nicht brauche. Also von dem her gesehen, mit besten Grüßen, habe schon ein paar Mal gesagt, vielleicht kann man es noch einmal wiederholen, eine Festung Österreich und eine verstärkte kleine Burg, Festung Steiermark, wäre mir persönlich am liebsten, liebe Freunde. Und ihr könnt euch ja erinnern, vor ein paar Monaten, Sommer mal, ist einmal aufgepoppt in den Medien, was eine Flüchtlingsfamilie in Wien so an Sozialleistungen bekommt. Könnt ihr euch erinnern an diese Berichterstattung, war ein riesengroßer Aufschrei. Man hat so getan, als ob man das eh nicht alles schon längst wissen würde. Und da kann ich mich erinnern, wie der Herr Landeshauptmann Drechsler, ist übrigens der Weltmeister im Rechtsblinken und Linksabbiegen, wie der gemeint hat damals, na, Gott sei Dank, sind wir nicht Wien. Na Gott sei Dank, sind wir in der Steiermark. Ich kann mich gut erinnern. Da hat man alles, was wir an Anträgen eingebracht haben, im Landtag abgelehnt und hat gesagt, nein, das brauchen wir alles nicht. Und jetzt, da, vor einigen Wochen, haben wir die Anfragebeantwortungen bekommen von der zuständigen Landesrätin. Na, wie es denn so in der Steiermark ausschaut? Was kriegt man eigentlich da, wenn man da ein anerkannter Flüchtling ist und mit der Familie da ist? Und da sage ich euch eines, liebe Freunde, da vergeht ihr das Lachen. Da vergeht er nämlich deshalb das Lachen, weil vielen Steirerinnen und Steirern das Lachen vergeht. Weil man dann draufkommt, wenn man heute arbeiten geht, wenn man Leistung bringt, wenn man vielleicht sogar beide Elternteile arbeiten gehen muss, um das Leben überhaupt noch bestreiten zu können, die Kinder betreuen lassen muss, zwei Autos braucht. Ja, liebe Grüße an die Grünen, in der Steiermark braucht man dort und da auch ein Auto. Da hat man halt nicht die Straßenbahn vor der Haustür stehen, überall. Wenn man dann hört, dass eine Flüchtlingsfamilie bestehend aus Vater und Mutter und drei Kinder bis zu 3.360 Euro netto im Monat bekommt. Ohne jemals einen einzigen Euro, einen Cent in das System eingezahlt zu haben. Und da sage ich, liebe Freunde, da hört sich für mich der Spaß auf.
Weil da wird in Wahrheit der Steirer bestraft für Leistung und da werden jene belohnt, die sich in der sozialen Hängematte ausruhen. Das wird mit mir als Landeshauptmann nicht mehr möglich sein. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Da werden wir alles daran setzen, dass wir in der Steiermark diese Höchstsätze nach unten schrauben, wie das die Niederösterreicher schon gemacht haben, die Oberösterreicher schon getan haben, auch Salzburg da richtig unterwegs ist, dort wo freiheitliche regieren, dort gibt es noch einen Hausverstand, so kann man das auch bezeichnen. Das werden wir auch in der Steiermark unbedingt angehen und werden wir auch entsprechend umsetzen. Bin ja froh, dass da der eine oder andere politische Gegner das mittlerweile auch ähnlich oder auch gleich sieht. Weil eines steht für mich fest, Leistung muss sich lohnen, also Arbeitswilligkeit muss sich auszahlen und Leistungsunwilligkeit oder Integrationswilligkeit muss sanktioniert werden. Ganz einfach ist die Rechnung und da werden wir alle politischen Hebel entsprechend auch einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, ich brauche in diesem Rahmen, liebe Freunde, damit ich das nicht überstrapaziere, nicht ansprechen, dass wenn wir heute hier als, nehmen wir es, Hausherren in der Steiermark sind und Gäste aufnehmen, und wir haben viele aufgenommen, zu viele aufgenommen, Gäste aufnehmen, dass wir uns erwarten, dass diese Gäste sich an unsere Regeln halten, unsere Gesetze befolgen, keine Frauen belästigen, sie nicht irgendwo radikalisieren, nicht irgendwo dem Islamismus nachhängen, sondern sich unseren Hausordnungen entsprechend anzupassen haben. Wenn das nicht der Fall ist, liebe Freunde, Abflug, alles Gute. Wir brauchen euch dann hier nicht. Auch das ist nichts Böses. Auch das ist nichts Böses. Das ist in Wahrheit nichts anderes als das, was ihr daheim auch tut. Ja, wenn ihr daheim bei euch in der Wohnung oder bei euch daheim Gäste empfängt. Ja, da gibt es Hausregeln. Ja, meine Frau hat die Hausregel, dass ich die Schuhe ausziehen muss. Ne? Klar. Ja, passt, Sabrina. Die sagt, du musst die Schuhe ausziehen, Gäste bitte Schuhe ausziehen. Die sagt aber natürlich auch, naja, wenn du dann schon daheim bist, dann gibt es da gewisse Gepflogenheiten. Dann kann man sie dort nicht, sorry den Ausdruck, aufführen, wie man will, sondern sind halt die Regeln der Familie Kunasek einzuhalten und die Regeln habt ihr daheim auch. Und wenn ihr Gäste einladet, die die Regeln nicht befolgen, dann wird sie wohl eins tun. Ich würde sagen, danke, das war's. Für dich ist der Empfang heute da beendet. Bitte verlasse meine Wohnung oder mein Haus wieder. So einfach ist die Übung. Und die Regeln, die Hausordnung sind unsere Gesetze. Das ist unsere Werte. Denklandschaft, grüß Gott, auf Wiedersehen. Eine Frau ist gleich viel wert wie ein Mann. Und. Das sind die Dinge, liebe Freunde, die da rein müssen bei den Gästen, die zu uns herkommen. Und deshalb wird es auch notwendig sein, endlich einmal ein ordentliches Integrationsleitbild zu entwickeln, ja, wo unterm Strich überbleiben wird, die Gäste haben sich anzupassen und nicht die Steirer, liebe Freunde. Das muss das Motto sein. Und wisst ihr, ich werde das jetzt alles ein bisschen abkürzen. Es ist warm. Meine Schminkerin schon, aber merke ich. Ja, ist leider so am Ende des Wahlkampfs. Wisst ihr, liebe Freunde, ich will jetzt gar kein Bashing auf die anderen Parteien betreiben. Ja. Es ist eigentlich gar nicht notwendig. Ich will das gar nicht machen. Wir sind heute beim Wahlkampfabschluss. Wir kennen die Umfragen, wir kennen die Wahlergebnisse von der EU-Wahl, von der Nationalratswahl und wir sind auf einem guten Weg. Und nur so viel sei gesagt zum Herrn Drexler, der ist halt ja, massiv unter Druck, wenn man anschaut, dann auch bei den Diskussionen, auch zum Herrn Lang und zu den anderen Vertretern der Regierungsparteien. Sei nur eines gesagt, Sie haben Ihre Chance gehabt, über viele, viele Jahre. Die Volkspartei, liebe Freunde, ist seit 80 Jahren durchgehend in der Landesregierung, seit 80 Jahren. Und von diesen 80 Jahren haben sie 70 Jahre lang den Landeshauptmann gestellt. Der alte Landeshauptmann Schützenhöfer hat einmal gesagt, das ist die heilige Ordnung. Die heilige Ordnung hat er das genannt. Das heißt, sie haben ihre Chance gehabt, sie haben die Chance nicht genutzt, sie haben es entweder nicht kennen oder sie haben es nicht gewollt, liebe Freunde. Und deshalb wird es am Sonntag auch eine entsprechende Abrechnung geben mit dieser Volkspartei. Das ist schon längst nicht mehr
Und es sind heute viele da aus den ländlichen Bereichen. Schon längst nicht mehr um die Anliegen der ländlichen Bevölkerung kümmert, um die Anliegen der Landwirte kümmert, um die Anliegen, die Berechtigten der Gemeinden und der Regionen, sondern in Wahrheit nur mehr für sich selbst Politik macht, für irgendwelche, nehmen wir es einmal, Eliten, selbsternannten Bubbles, Eliten, die da glauben, sie können da in ihrem Bobo-Denken irgendetwas vorgeben, was große Teile der Bevölkerung schlichtweg nicht wollen. Liebe Freunde, das ist zu wenig, liebe Freunde der Volkspartei. Das geht sich alles nicht mehr aus. Und deshalb sind wir auch in den ländlichen Bereichen die klare Nummer eins bei allen Wahlen gewesen. Und das werden wir auch, liebe Freunde, bei der Landtagswahl sein. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und offen gesagt, zur SPÖ, da fällt mir nicht viel ein. Ich habe das beim Neujahrstreffen heuer schon gesagt, da bin ich wirklich gesessen im Büro, habe mir eine Rede vorbereitet und habe mir gedacht, was sage ich zum Toni Lang, zum Anton, zum Toni. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, haben wir. Wir trinken beide gerne einmal ein Seidel, seine bevorzugte Marke, er ist ein Leobner. Aber ich kann politisch zu den Menschen kaum was sagen, weil er so unscheinbar ist. Ja? Weil er in Wahrheit auch seine SPÖ nicht wirklich führt, im Sinne von, arbeiten wir für die kleinen Hacker, für die Angestellten, arbeiten wir für die, die es irgendwann einmal vor Jahrzehnten vertreten haben. Nein, da sind die Regenbogenfahnen und die Genderisten und alle, die sich heute noch mit Binnen-Is und Doppelpunkten und keine Ahnung beschäftigen, die sind in Wahrheit diejenigen, die in der SPÖ den Ton angeben, den woken Ton angeben, auch in der Landeshauptstadt hier in Graz. Das ist einfach auch zu wenig. Von dem, lieber Anton, wird sich die Sozialdemokratie auf Dauer natürlich auch nicht halten können. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir als die soziale Heimatpartei gerade in den obersteirischen Hochburgen großartige Ergebnisse haben, weil selbst da oben auch alle draufgekommen sind, dass die SPÖ versagt hat. Und heute der Böhler-Schöpfer, ein Hacker, ein Schichtarbeiter, genauso erkennt diesen SPÖ-sozialistischen Irrsinn, wie halt auch viele von der anderen Reichshälfte der ÖVP. Und deshalb sage ich auch hier ganz klar, wir sind die Vertreter des kleinen Mannes, des berühmten Hackers, des Angestellten, der Leistung bringt, der schaut, dass sie vielleicht dann noch ein paar Tage Urlaub in Jesolo ausgehen und der auch mit seiner körperlichen Leistung dafür Sorge trägt, dass unser Steiermark, dass unsere Steiermark eine wunderbare Steiermark ist. Das heißt, es gibt, liebe Freunde, viel zu tun. Ich habe schon gesagt, ich werde eine, sollte ich das Vertrauen bekommen, eine starke Stimme sein. Ich habe schon mal irgendwo gesagt, ich habe eine Kommandostimme, weil beim Bundesheer war eine Kommandostimme, ist eine laute Stimme. Und ich werde eine Kommandostimme sein Richtung Wien, Richtung Bundesregierung, auch in alter Tradition, weil die Steiermark war einmal so ein Bundesland, ja, wo die Landeshauptmänner, Greiner als Beispiel, schon noch einmal über den Semmering und über den Wechsel gesagt haben, was sich die Steiermark von den Herrschaften, von den Großkopferten da draußen in Wien wünschen. Und genau so einer möchte ich sein, ein bisschen unbequemer und einer, der auf Augenhöhe mit den Steirerinnen und Steirern ist, so wie das der Jörg Haider für die Kärntner war. Ich werde, liebe Freunde, ja, ich werde, sollte ich das Vertrauen bekommen am Sonntag und dann noch einen Partner finden, und da sage ich nur zur Partnersuche vielleicht noch eins dazu, nur damit es nachher keine Überraschungen gibt. Ja? Bei dieser Partnersuche, die dann beginnen wird. Also auf Biegen und Brechen machen wir das nicht. Gell? Auf Biegen und Brechen machen wir das nicht. Wir machen auch das nicht, was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, ist überhaupt das Beste. Da wird herumgezahlt, ja, der Kunde sagt, wenn er Erster wird, dann schenkt er quasi, so wie das damals der Franz Robes dann hat, als Erster dem Zweiten, den Landeshauptmann, damit er da mitregieren darf. Na, liebe Freunde, der Volkspartei, das kommt immer aus diesem Bereich, alles, alles Gute, gell? Da müsst ihr einen anderen Trottel suchen, der Mara Kunasek macht sowas nicht, gell? Also, ich weiß auch nicht, was die glauben, ja? Dass wir auf der Nudelsuppe hergeschwommen sind wahrscheinlich. Das machen wir nicht. Wenn wir Erster werden, dann werden wir diese Verhandlungen führen und dann werde ich versuchen, ein Landeshauptmann zu sein für unsere Leistungsträger, für unsere Unternehmer, für die Hacker, für die Angestellten, für die Pensionisten, für die ältere Generation, die uns auch entsprechend eine wunderbare Heimat auch übergeben haben, mit der man auch sorgfältig und sorgsam umgehen muss. Und ich werde ein Landeshauptmann sein, der auch für unsere Kinder und Kindeskinder versuchen wird, diese Heimat zu erhalten. Und ich werde einer sein,
die auf Augenhöhe mit der Bevölkerung ist. Auf Augenhöhe. Nicht so wie der Herr Drexler, wo man immer das Gefühl hat, da er ist nur belehrend. Ja? Und so ein bisschen von oben nach unten. Und so nach dem Motto, na, was wüssten du wirst du eigentlich? Ja? Ich bin ja der Christopher Drexler und ich habe die Weisheit ja mit dem Löffel gefressen. Nein, nein, wir werden auf Augenhöhe sein. Wir werden, und da bitte ich euch alle auch, wir werden auf Augenhöhe sein. Wir werden so weiter tun, wie wir im Jahr 2005, da beginnt meine Reise, wie gesagt, im Jahr 2005 begonnen haben, wie wir das Dreierbackel begonnen haben zu schultern und diesen, ja, diesen Marsch begonnen haben, auch zu bestreiten. Das kann ich euch versprechen. Und eins verspreche ich euch zum Schluss auch noch. Und das habe ich schon im Jänner beim Neujahrstreffen gesagt. Der Landeshauptmann will sein für die angesprochene Gruppe. Für die anderen, für die Islamisten, für die Terroristen und für all jene, die sie in die soziale Hängematte legen, für die bin ich nicht der Landeshauptmann. Das würden sie andere finden. Für die mache ich und die Freiheitliche Partei sicherlich keine Politik. Das sei euch allen auch heute mitgegeben. Ihr seht also, ich bin schon noch top motiviert, möchte mich bei euch bedanken, noch einmal, nicht nur für diese unglaubliche Wahlbewegung, ich glaube, es war die beste, die wir in der Steiermark überhaupt je auf die Beine gestellt haben. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich bereits das dritte Mal in dieses Landtagsrennen gehen darf. Zweimal ein Wechselbad der Gefühle, 2015 27%, ein Wahnsinn, von 11% sind wir gekommen, auf 27% sind wir aufgeschossen, war schön. 2019 haben wir gleich wieder mal eine Schöne gekriegt, im Tal der Tränen sind wir da gewesen. Beim Marsch hat man gesagt, dass die erste Blasen aufplatzt. Und wir haben weiter dann, wir haben uns die Füße verbunden, haben die Blasenpflaster aufgeklebt und sind weiter marschiert und gehen jetzt zum dritten Mal in das Rennen. Ein Rennen, das so spannend ist, wie es noch nie gewesen ist. Und ein großes, großes Danke an euch alle, dass ihr mich auf diesem lang anhaltenden Marsch auch begleitet. Und zu guter Letzt darf ich mich bei meiner größten Stütze bedanken, nämlich auch schon seit vielen Jahren. Die Nettozeit ist natürlich eine andere, weil ich bin selten daheim, aber seit vielen Jahren, die mich begleitet, die meine größte Stütze ist, die beste Mama ist, die sich ein Sohnemann, mein Theo, nur vorstellen kann, die in den letzten Wochen fast schon alleinerziehend gewesen ist, kann man sagen, weil der Papa halt wenig da war, meine wunderbare Frau, die Sabrina. Sabrina, ich liebe dich, danke für alles. Den Weg gehen wir auch noch gemeinsam die letzten paar Tage. Aber ohne Familie wäre das alles nicht machbar und nicht schaffbar. Ein großes Danke an euch, gehen wir es gemeinsam an. Gehen wir die letzten Tage noch richtig Gas. Ich bitte euch wirklich, alles zu geben noch einmal. Das ist noch nicht, die Wiesn ist nicht gemacht, wie es so schön heißt. Und dann feiern wir gemeinsam am Sonntag einen historischen Wahlerfolg, der spürbar sein wird, lieber Herbert, bis nach Wien. Und ich freue mich auf eine großartige Zeit mit euch gemeinsam. Wir bringen die Steiermark wieder voran. Wir gemeinsam werden das sicherstellen. Glück auf und alles erdenklich Gute. Es lebe die Freiheitliche Partei und es lebe unsere wunderbare Heimat, die Steiermark, liebe Freunde. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!